Der zweite Text ist etwas ruhiger. Ich glaube, das ist Ihnen sehr gelegen. Im zweiten Text geht es um die Geschichte meiner Familie. Ich komme aus der Ukraine und ja, der Text erzählt die Geschichte meines Opas und meine Geschichte in Deutschland und dann versucht er, Parallelen dazwischen zu finden. Das Ganze heißt Heimat oder Adoptivsprache. Viel Spaß. 11.04.1923 wurde mein Opa geboren in der Sowjetunion. Kleine Stadt Kremenchuk zwischen gelben Weizenfeldern und einem blauen Himmel, der mit Wolken reich besät war, denn die Zeiten waren schwer zwischen jenen großen Kriegen, musste jeder alles geben, um ein wenig Brot zu kriegen. Und sein Vater baute Fässer, Hände groß dem Bären gleich, jeder Ring von seinem Finger hat bei mir für zwei gereicht. Die Familie spricht Jiddisch. Russisch gibt es nicht zu Haus. Brockenweise auf der Straße schnappte Junge Wörter auf, bis er schließlich in der Schule lernen muss, was Fremdsein heißt. Weil nicht so gut wie andere diese fremden Sätze weiß, die für alle selbstverständlich und letztendlich unumgänglich sind, sind sie doch von ihren Müttern sprechend für ihr Kind bestimmt. Doch er lernt. Und kann bald sprechen, wie die anderen es tun. So vergehen viele Jahre und es reicht am Ende zum Abschluss. Klassenbester, lauter Einsen auf Papier. Doch was nützen lauter Einsen, wenn der Krieg sein Wort diktiert? So passiert, dass nur zwei Tage nach dem Abschluss der Befehl alle Männer in die Waffen seine heile Welt befällt. Die Familie muss fliehen. Flüchtlingsströme wandern aus, suchen hinter Bergen Ruhen ein friedliches Zuhause. Viele sind noch dort geblieben, doch mein Opa kam zurück. Nach dem Krieg beginnt das Leben, das uns tötet Stück für Stück. Die Zeit packt meine Koffer schon so lang, bevor ich gehe. Meine Heimat ist nicht greifbar, ich begreife, was ich sehe. Was ich sehe, ist, was ich werde, was ich fühle, was ich bin. Gestern schrieb ich meine Zukunft, heute macht sie endlich Sinn. 4.2.1989 wird ein Junge geboren, immer noch in der Sowjetunion. Dieser Junge lernt zu laufen und die Sprache seiner Eltern. Erste Jahre waren herrlich und Probleme gab es selten. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich in den Himmel schau. Weiße Wolken ziehen vorüber und der Himmel endlos blau. Unser Hof, unendlich groß. Ich verstecke mich auf Bäumen. Unbekümmert fliegt mein Lachen zwischen Häusern. Träume schäumen auf wie Wellen, die das Salz des Lebens spritzen. Ich weiß nicht, was Heimat ist. Siehst du meine Augen blitzen, ohne Wissen, ohne Fragen, Theorie und Grübelei, ist mir diese Zeit geblieben, doch sie war schon bald vorbei. Und mich fragte damals niemand. So begann ein neues Leben, mit fünf riesengroßen Taschen nahm der grüne Zug uns mit und nur ein paar Tage später machte ich meinen ersten Schritt in Berlin, der Bahnhof riesig. Mir war damals noch nicht klar, dass ich nun ein Fremder war, der es lernen muss zu sprechen. Und selbst wenn er sprechen kann, heißt es nicht, dass man versteht, was er meint, wie es ihm geht. Worte sind nur minimale, laute Zeichen und Signale, die für Alltagssorgen reichen. Was dann bleibt, sind nur die gleichen Missverständnisse und Fragen, die die Worte überragen. Und ich merkte, dass ich anders klinge, anders bin, dass ich all die neuen Worte nicht mehr sagenswürdig finde. Und so schwieg ich. Und so blieb ich, lang allein mit mir und dem, was sich Jahr um Jahr verschärft und es wurde zum Problem. Schule stand nun auf der Kippe, doch ich schwieg und schwieg und schwieg und sie fragte und ich nickte ja und nein, was mir noch blieb. Mir war alles so egal. Abitur? Probieren wir es mal. Wenn es nicht klappt, mein Gott, dann klappt's nicht. Da will ich halt Bauarbeiter oder stehe dann am Band, fahre Taxi oder Laster und füll so den Mund per Hand. Denn am Ende ist egal, was ich werde, was ich bin. Leben wird zum Existieren, hat man keinen Lebenssinn. Ich wollte schreiben. Ich wollte reimen. Ich wollte allen Leuten zeigen, dass ich mehr bin als ein Fremder, unverstandener Ausländer, dass ich Sinn an Worte bind und mit ihnen Schönheit find. Nun stehe ich hier und spreche als ein Beispiel für Erfolg, dass man alles schafft mit Willen, wenn man seinen Träumen folgt. Doch egal wie gut ich schreibe, wie gut ich die Zeilen reime, ich bleibe immer fremd und stumm.
Heute reicht es vielleicht zu meinem Lob und Schulterklopfen. Morgen bin ich wieder weg, weil gerade wieder brauner Unrat diese Welt befleckt. Wenn ich diese Worte spreche, klingen sie natürlich fremd. Der Akzent klingt nach in Ohren, der den Klang vom Inhalt trennt. Ich bin Flüchtling, Asylant, der ich eine Heimat fand. Ich bin keine Zahl und Summe, die der Steuerzahler zahlt. Ich bin Mensch, genau wie jene, die gerade an den Grenzen um ihr Recht auf Leben kämpfen. Meine Stimme spricht für sie. Angst ist menschlich und verständlich, doch wir sind viel mehr als Angst. Was uns heute helfen kann, Menschlichkeit und Mut zu wachsen. Was wir sehen, ist, was wir werden. Was wir fühlen, was wir sind. Gestern schrieb ich meine Zukunft, heute macht sie endlich Sinn.